Willkommen zu Kita Today, unserem fast werktäglichen Kita-Format. Mit mir, wie so häufig, meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo, und der sehr geschätzte Kollege, Rechtsanwalt Holger Klaus. Wir sind von den Kita-Rechtlern und ich schätze, auch wir sind endlich, leider. Aber etwas anderes ist auch endlich und das sind Abmahnungen. Das war gerade ein Spannungsbogen, oder? Abmahnungen, viele werden das gar nicht wissen, sind in ihrer Wirksamkeit auch endlich. Und das bedeutet was, Frau Kollegin? Das bedeutet, dass erstens der Arbeitgeber gegebenenfalls irgendwann keine Rechte mehr daraus herleiten kann. Also sprich, wenn ich irgendwie vor einem Jahr mal einmal zu spät gekommen bin und jetzt komme ich zufälligerweise wieder zu spät, ein Jahr später, dann kann er aus der ersten Abmahnung von damals irgendwann noch gar nicht mehr war, keine Rechte mehr herleiten. Also er kann dann nicht sagen, haha, das ist jetzt schon die zweite Abmahnung und jetzt kündige ich am besten oder sowas in der Art. Das geht nicht. Ja, genau, denn man sagt zugunsten von arbeitnehmenden Personen, von den Beschäftigten, dass hier rein da raus auch die Vergesslichkeit häufig eine Rolle spielt und die Warn- und Belehrungsfunktion einer Abmahnung mit der Zeit immer mehr abnimmt und irgendwann auch ganz verschwunden ist. Da gibt es jeweils für das Vergehen, was man sich zu Schulden kommen lassen hat, so rum stimmt's, nicht einen festen Rahmen. Ein zu spät kommen wird vielleicht nach 4, 5 Monaten die Wirksamkeit verlieren, wenn man dazwischen brav gewesen ist. Etwas heftigere Pflichtenverstöße werden dann entsprechend länger eben auch von ihrer Wirksamkeit mehr oder weniger am Leben erhalten. So, das hat aber noch eine zweite Konsequenz, denn was hat zu passieren, wenn so eine Abmahnung tatsächlich ihre Wirksamkeit verloren hat? Dann hat sie aus der Personalakte zu verschwinden. Denn üblicherweise kommt sie ja nicht nur, wird sie nicht nur dem Arbeitnehmenden übergeben, sondern sie kommt halt auch als Kopie in die Personalakte. Klar, damit der Arbeitgeber sich daran erinnert. Aber sie hat da tatsächlich daraus zu verschwinden. Sie ist zu löschen, je nachdem, ob das die Personalakte digital geführt wird oder noch analog geführt wird. Heißt also, es ist sowohl ein arbeitsrechtlicher Anspruch des Arbeitnehmenden als auch ein datenschutzrechtlicher Anspruch. Heißt also, im Datenschutz gibt es ja den Grundsatz der sogenannten Datensparsamkeit. Ich darf also nur so viele Daten erheben, wie unbedingt notwendig. Und das greift dann eben, heißt also, ich habe auch einen datenschutzrechtlichen Anspruch, dass mein Arbeitgeber die Abmahnung entfernt. So, jetzt haben wir aber einen ganz strengen Kita-Träger und der denkt sich, nichts da. Ich habe noch nicht vergessen, was damals passiert ist. Und ich will es auch nicht vergessen, was damals passiert ist. Das bleibt mal schön in der Personalakte alles drin. Gefährlich? Ja, nein, vielleicht, Frau Kollegin? Absolut gefährlich, denn Arbeitnehmende haben ja das Recht, jederzeit in ihre Personalakte einen Blick zu werfen. Und wenn dann dabei festgestellt wird, na nü, Moment, da ist irgendwie eine Abmahnung von eben anno dazumals, dann könnte man auf die Idee kommen, erstens natürlich zu sagen, okay, wahrscheinlich hat er das einfach nicht auf dem Schirm, der Arbeitgeber. Ich weise ihn mal darauf hin, dass er das jetzt bitte mal entfernt. Aber wenn der sich dann genau auf diesen Standpunkt stellt, nö, das bleibt da schön drin, dann kann ich mich natürlich beschweren beim Landesdatenschutzbeauftragten und der führt dann erstmal eine Prüfung durch und gegebenenfalls verhängt er, je nachdem wie stur der Arbeitgeber ist, auch ein Bußgeld. Bedeutet für alle Kita-Träger da draußen, für die Leitungskräfte, die damit eben auch vielleicht zu tun haben, ihr werdet zu allen Aufgaben, die ihr sowieso schon habt, auch eine Form von, ich nenne das jetzt mal so, Abmahnungsmanagement irgendwie haben müssen. Bedeutet, wer eine Abmahnung aussprechen muss, muss ich leider oder zum Glück für alle Beteiligten auch eine kleine Frist notieren, wann das Ding denn wieder aus der Personalakte herausgenommen wird. Und zwar bevor jemand entsprechende Ansprüche stellt und sagt, Moment mal, das hat da nichts zu suchen. Das hat proaktiv selbst organisiert zu erfolgen. Weil sonst, wir haben es ja ganz häufig bei den Eltern, die dieses scharfe Schwert des Datenschutzes ja auch schon für sich entdeckt haben, gegebenenfalls Beschäftigte zwei Möglichkeiten haben, hier zu ihrem Recht zu kommen. Und zumindest die datenschutzrechtliche kann am Ende auch sehr unangenehm werden. Das an dieser Stelle zu diesem Thema. Wie gesagt, spielt immer mehr eine Rolle. Der Datenschutz, der setzt sich überall fest, der ist überall irgendwo zu finden und bietet halt eben auch, ich sag's mal ganz ehrlich, hässliche Möglichkeiten, um richtig jemanden zu ärgern. Insofern,
Augen auf beim Abmahnungs, ja, verteilen, beim Abmahnungen aussprechen. Ja, ich weiß, ich kriege gerade das Ende nicht ganz hin. Du schüttelst auch leicht verwirrt den Kopf. Macht nichts. Wir sagen wie immer, haltet durch, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.